Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier immer noch im... Moment mal, ein bisschen mal raus. Entschuldigung. Wir sind hier immer noch im Tempel von Nridia, beziehungsweise im Tempel von Kibris und versuchen hier... Kikreat oder Kikris, wie auch immer man das aussprechen mag. Ja. So. Oh, und wir suchen immer noch unseren Weg, kann man eigentlich sagen. Ja. Aber ich glaube, die Tür ist aufgegangen, oder? Ja, ich vermute, dass da drüben in dem großen Raum die bisher verschlossene Tür ganz unten aufgegangen ist. Da, wo uns unser Kompass hinführen wollte, oder wie? Ja. Müsste die hier sein. Werden wir ja gleich sehen. Eigentlich dachten wir ja, wir müssen... Ja, da waren wir noch nicht. Eigentlich dachten wir ja, wir müssen nach oben. Stattdessen gehen wir jetzt unten. Ja, hier geht's in den Tempel. Also deswegen nehme ich die wir sind im Tempel. Katakomben. Aber deswegen hier... Speichern, aufmachen. Das ist der Pfeil. Anderes Gebiet. Ja. Ja, wir sind immer wieder zur Tür gelaufen. Die war bis zuletzt verschlossen. Ist größer als ich dachte. Ja, der ist gar nicht so klein. Mal auf die Karte gucken. Oh, ist noch eine. Ja. Ist noch eine Ecke. Eine kleine Ecke. Ein kleines Stückchen. Jo. Eine verweste Lampe. 2 Gold, 3 Gold. Wow, wir werden reich. Na schön. So schnell kann man gar nicht gucken. Da geht's. Oh, wir bleiben auf jeden Fall hier in den Katakomben, wie es aussieht. Wo sind wir denn eigentlich hergekommen? Ich würde mich jetzt glatt verirren. Also da, wo die Tür offen ist, sollen wir helfen. Ich würde sagen, wir sind hierher gekommen, ja. Okay, da ist ja noch eine andere Tür. Stufen geguckt. Ja. Kleine Heilung. Für die kleine Verletzung zwischendurch. Geht dann noch weiter nach unten. Starke Heilung. Und Ruhe. Geld. Es geht tiefer und immer tiefer. Ach, guck mal. Na, da wollen wir doch mal speichern. Das würde ich aber auch sagen. Und mal ein bisschen Lautlosigkeit drauf ist vermutlich auch nicht verkehrt. Und dann willst du dich auf die stürzen, ja? Mit deinen kleinen Schwertchen. Mal gucken, aber die sind eigentlich nicht besonders gut ausgerüstet. Die Macht ist da, ja gut. Na, bis jetzt hat man keine so großen Schwierigkeiten. Der Schwarze in der Mitte ist wohl das der, ist der üble Böse. Bursche. Na, da würde ich aber doch lieber schießen. Naja, wenn du es auf die harte willst. Wir probieren's. Kein Schatten hier. Achtest du selbst auf deine Gesundheit, so wie ich dich kenne. Wunderbar. Ach. Was ist denn das für einer? Oh Gott, ist nicht so schlecht aus. Naja, weiß ich nicht. Sieht besser aus, als er eigentlich ist. Die Waffe wahrscheinlich. Trotzdem, wenn es mehrere sind, machen die schon Schaden. Wir verstärken unsere Gesundheit.
und schlürfen mal ein paar Heilsäcke. Wo kam der Feuer? Stehen. Ist es dein Feuer oder? Nee. Ey. Ach, das ist der Schatten von dem Typen. Es ist vollbracht. Der Schänder ist besiegt. Nicht Dämmerbrecher von seinem Sockel. Gut, das machen wir. So. Ich nehme an, sie holt uns jetzt raus. Gleißendes Licht. Wunderbar. Also, wenn man scharf auf die Gegenstände ist, sollte man die vorher einsammeln. Ja, aber auf die Gegenstände waren wir bestimmt nicht scharf. Nö. Aber wenn ihr natürlich noch nicht so groß seid wie wir... Malkoran ist vernichtet. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ein neuer Tag bricht an. Und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf dass mein Einfluss wachse. Gut. Lass uns aber nicht einfach nur fallen, bitte. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ja, in dem Fall kann man das sagen. Entschuldigung. Ah, sie lässt uns runter. Ist aber nett von ihr. Und schön sanft. Ah ja. Dann kein Fallschaden. Vielen Dank. So, die Kugel ist hier raus. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Und wird auch nicht mehr gebraucht. Mhm. Gut. Tschüss, Meridia. Das wollen wir mal speichern. Dann kommen wir mal wieder in unser Questbuch gucken. Dann gucken wir uns mal den Dämmerbrecher an. Da ist er. Sieht ja gut aus. Steckt Ziele für 10 Schadenspunkte in Brand, verursacht daraus resultierenden Tod eines Untoten. Eine Feuerexplosion. Bei daraus resultierendem Tod eines Untoten eine Feuerexplosion, die umstehende Untote vertreibt oder tötet. Also durchaus gut zu gebrauchen. Der Schaden ist natürlich nicht besonders. Na gut, also aber da sollte man seine Schmiedefertigkeiten und Alchemiefertigkeiten einsetzen, damit er auch einen vernünftigen Schaden kriegt. Aber wir werden ihn ja nicht benutzen. Nö. Wir haben ja gute. Aber ich meine, man kann das ja noch schon relativ früh machen hier, denke ich mal. Jo. Man muss ja auch nicht unbedingt auf die ganzen Dinger da zulaufen und die dann alle verdreschen. So wie das Pepe gemacht hat. Ja. Ja. Wohin reisen wir? Ja, ich dachte, mir fällt nochmal ein Drachenwort. Jo, ist nicht verkehrt. Welches dachtest du denn? Drachenpriester vielleicht. Die hohen Torruinen. Oh, und wo sind in die? In der Nähe von Dämmerwacht sind die. Wo ist denn Dämmerwacht? Von Dämmerwacht. Dämmerwacht habe ich gesagt? Quatsch. Dämmerstern meine ich natürlich. Doch nicht Dämmer. Dämmerstern. Ja. Frosthauchkrypta. Ja, also ich glaube, die sind westlich davon oder irgendwo. Gar nicht so schrecklich weit weg von der Küste. Vielleicht gehst du mal zu diesen windseitigen Ruinen. Ne? Ja, können wir ja mal machen. Oder was an der Küste entlang, wie du bist. Ich meine, ich kann mich auch irren. Ich hätte mich ja auch mit Winterfeste geirrt bei letztens da. Ja. Mit dem Ingolf-Hügelgraben. Also von hier aus sehe ich nur ein Riesenlager. Was ist hier dahinter? Was ist denn in der Richtung? Ach so, ja, Dämmerstern. Dämmerstern, ne, vielleicht sind wir auch noch ziemlich weit weg davon. Vielleicht müssen wir erstmal Richtung Dämmerstern laufen. Du meinst, das ist an der Küste, oder? Ich glaube, das ist genau an der, es wird an der Küste sein, in der Nähe der Küste. Dann laufen wir mal nach Norden, oder nach Westen, oder wie es eben gerade so geht. Lauf erstmal nach Norden. Na gut, aber in dem Fall
schleichen müssen wir in dem Fall nicht, aber zur Sicherheit nehmen wir mal wieder. Ja, wir haben an der Küste auch noch nicht alles angeguckt. Oh, hier gibt's Feinde. Aber was? So, Wölf. Oh, oh, nee, solche. Ei, halt! Kultisten, solche Blödis. Ja. Und die arbeiten schon lange mit nicht mehr Blitz. Gesehen. Ja, die hatten wir schon lange nicht mehr. Gut. Dann nehmen wir mal ein bisschen Blitzresistenz zu uns. Blocken verstärken. In Blocken verstärken haben wir ja Magieschutz. Und dann nehmen wir unsere beiden Messerchen. Ja. Muss man bei denen auch machen. Okay. Aber es ist trotzdem kalt. Die blasen wir mal weg. Ja, die sind auch nicht so gut ausgerüstet. Nee. Super, Freund. Und dann der nächste. Ja, die sind nämlich auch nicht so gut ausgerüstet. So, das habt ihr nur davon. Ach, wo war denn da noch einer? Ach, ach. Ist ja wurscht. Da liegt noch einer. Nichts Vernünftiges. Gut, wir waren auf dem Weg nach Norden. Ja. Weiter geht's. Sind doch immer Adept. Also Adepts, die wir da hinschicken. Die Armen. Tja. Richtig viel können sie ja. Na, das Wetter ist aber nicht überzeugend, ja? Nö. So, im Westen sehe ich nur ein kaiserliches Lager. Hier ist Dorf oder Anwesen oder sowas. Anwesen? Mehr sehe ich nicht. Tja. Ist doch toll, genieß das schöne Wetter. Was ist das denn hier? Muss mal dieses Anwesen. Wir laufen jetzt nach Osten, das ist auch. Ja. Musst du überhaupt voran? Sieht so aus, als ob du auf der Stelle trittst. Ah, da haben wir ja die Küste. Ja, ach, ich weiß, was das ist. Was ist es denn? Das ist die Zuflucht von der Schwarzen Hand. Ach, gibt's hier eine? Ja, die ist da hinten irgendwo. Die ist ja völlig uninteressant. Nein, geh mal Richtung Süden. Da Wustengraf. Oder geh einfach mal von der Stelle aus, aber Richtung Westen. So, ja, na gut. Da ist auch noch vieles, was wir nicht gesehen haben, wenn ich zumindest sehe. Na gut. Das ist ja nicht das Wasserlatsch. Aber ich warte jetzt, bis es morgens ist. Das Wetter, das nervt. Das ist ein schönes Wetter. Immer gemütlich. Du warst jetzt schon sicher schon angucken. Finster. Ich nicht. Schon viel heller. Und es war Licht. Mal sehen, ob wir ein besseres Wetter hinkriegen. Hä? Da. Oh, gut. Dann laufen wir mal nach Westen. Mal speichern. Ja. Ist doch schon viel besser. Aus, guck mal, da ist ein Schiff.
Das können wir noch gar nicht. Das werden wir uns gleich mal angucken. Was ist das andere für ein Zeichen? Das ist ein kaiserliches Lager, was hier auf dem Kompass in der Mitte ist. Willst du die umbringen oder willst du die auf den Frieden machen? Ach, lass mich Frieden, dummer Wolf. Du selbst hinter dir her. Was haben wir denn hier? Guck dir doch mal das Boot an. Denn da ist er. Gib Ruhe. Ich kann so ein niedliches Tier nur so blöd sein. Wirklich. Oh, wir müssen nämlich jetzt mal die Nordranken hier einsammeln. Und da ist eine. Eine Babykrabbe. Ey, weil da war noch eine Kiste, da war aber nichts drin. Ne? War da eine Kiste? Ja. Du meinst die hier? Ja. Nee, aber da sind noch Nordranken drauf. Aber alles hier in der Gegend ist befriedet. Nur da hinten war ein roter Punkt. Das ist vielleicht ein Mensch. Bist du ein Wolf? Ja. Ja, sieht so aus. Ja. Ach, das Boot ist da hinten. Aha. So, irgendwo habe ich einen Drachen gehört, aber der ist wohl ich auch, wieder weg. Da ist ein Nordkrabbuch. Ja. Da gehen wir doch mal hin. Das könnte sein, ja. Willst du dir erst das Wrack angucken, oder was? Jo. Ja, gut. Liegt dir auf dem Weg. Jo. Wollen wir schon hier rumeiern? Ja. Klaro. Salzwasserhammer. Keiner an Deck. Ach, du bist nur eine dumme Schlammkrabbe. Verzupft die. Da haben wir einen ganz bösen Feind. Meinst du, hier immer so ins viele Gesicht? Leute? Ja, das haben wahrscheinlich die Plünderer schon geplündert, da ist keiner mehr da. Was los? Alle Plünderer sind verschwunden, die Schätze auch. Was kommt jetzt? 6 Gold. Oh, schon besser. Interessanteres. Gehst du nur nach unten? Ja. Dann gehen wir mal unten gucken. Ach, kalter Kaffee schmeckt überhaupt nicht. Finster. Ja, bin ich. Nein. Hier haben sich alle die Schlammkrabben eingenistet. Ja, machen wir mal ein bisschen Licht. Das ist ja so duster. Ich verstehe dich schon. So ein hübsches Zuhause. Kann ganz schön boxen. Lass mich in Frieden, dumme Krabbe. Ja, ganz schön boxen. 1, 2, bitte. Also hier ist ja wirklich gar nichts drin. Ne? Hier ist jede Menge von gar nichts, ha? Ja, yes. Ja. Krabben, jede Menge Krabben. Was ist denn das? War eine Schlacht. Oh,
Hier ist ein bisschen blutig. Ja. Dazwischen liegt wieder ein Skelett mit ein bisschen Gold, aber. Ah ja. Irgendwie nicht so richtig interessant hier. Ja. Golderz. Golderz. Ey, naja. Ein Korundum, Ebenerz kann man mitnehmen. Silberbahn nehmen wir mit. Silbererz und Golderz. Ja. Dafür hat es schon gelohnt. Das ist doch schon mal ein bisschen besser. Oh. Naja, ich würde sagen, wir machen einmal Schluss. Weil nämlich die Zeit erreicht ist. Ja. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns dann zu diesem Nordgrab begeben, was wir da gesehen haben. Ja, auf unserer Leiste da oben. Genau. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.